Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Sims 4 mit unserer Cassidy Black und Julian Schmitz. So, Cassidy, warum bist du denn jetzt... Du saßt doch gerade auf Klo. Jetzt hast du eingepieselt, das ist ja echt ekelhaft. Du bist ja ein kleines Schweinchen, Mensch. Dann geh doch direkt mal duschen. Ja, also sich selbst angepieselt, ist echt ekelhaft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, dass du dich jetzt unwohl fühlst, das glaube ich, aber wie dreckig sie gleich ist, nur weil sie sich anpieselt, ne? Aber gut, gucken wir mal nach dem Julian. Der dürfte dann auch schon bald ausgeschlafen sein. Müsst ihr zwei denn heute arbeiten? Da. Heute ist Dienstag, ja, du musst heute auf jeden Fall aus dem Haus. Und wie sieht's bei Cassidy aus? Auch, okay. Wie spät haben wir es? 7 Uhr, Ist auch nicht mehr viel Zeit zum Schlafen, Cassidy, aber wir kriegen das schon hin. Im Übrigen möchte ich mich ganz doll dafür entschuldigen, dass am Donnerstag und am Freitag keine Sims-Parts gekommen sind. Ich war einfach nur so bekloppt und irgendwie völlig verdattelt. Ich dachte eigentlich, ich hätte für diese Woche alles fertig aufgenommen und auch schon alles fertig hochgeladen. Und mir ist dann leider erst am Donnerstag aufgefallen, dass kein Sims 4 kam. Und ja, deswegen kommen heute zwei Parts von Sims. Und ja, war halt irgendwie blöd gelaufen, aber ich hatte jetzt auch so viel aufgenommen in letzter Zeit. Da darf man, glaube ich, dann doch mal sich vertun. Das finde ich ja lustig, vor allen verstecken, weil sie sich jetzt angepieselt hat. Das ist ja genial. Selbst erniedrigen Witz erzählen, okay. Zeig mal her, wie machst du denn das jetzt? Ah, wie süß. Aber komm, schlaf noch ein bisschen. So, Julian, du kannst ja dann schon langsam mal aufstehen. Haselocke. Ja, mein Gott, du bist aber auch schnell raus aus dem Bettchen, ne? Und ihr hattet mir übrigens geschrieben, dass es eigentlich total hohl von mir ist, dass ich so einen Boxsack hier reingepackt habe. Weil davon nimmt er ja auch nicht ab, sondern daran trainiert er eigentlich nur seine Kraft, ja. Und ja, das ist ja jetzt auch nicht so das, was wir wollen. Eigentlich wollten wir ja ihn ein bisschen schlanker haben. Ein etwas schmaler. Da oben ist sogar eine Pfütze entstanden. Und ja, da müssen wir dann echt mal gucken, ob wir uns da nicht vielleicht dann doch noch halt ein anderes Fitnessgerät besorgen. Sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. So, hast du jetzt noch irgendwas zu tun vor der Arbeit? 5 Stunden Programmieren üben, Videospiele spielen. Ja, das müssen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen, aber das bezweifle ich eher. Um 10 muss er los. Im Prinzip hat er noch ein bisschen Zeit, aber Hunger... Nee, Hunger hat er nicht. Gut, dann spielen wir jetzt hier ein bisschen. Spiel spielen. Ist mir völlig egal, was du spielst. Sims Forever. Meinetwegen spielst Sims Forever. Ich spule das Ganze mal ein wenig vor. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch hin. Das wäre echt cool. So, Cassidy, wie sieht's bei dir jetzt mit dem Schlaf aus, meine Süße? Ja, okay. Du kannst noch ausschlafen. Du hast auf jeden Fall soweit alles erledigt. Gut, dann spulen wir noch mal ein bisschen. Und ich hatte mir vorgenommen, heute, wenn die zwei von der Arbeit zurück sind, vielleicht mal ein bisschen in die Stadt zu gehen, schauen, was da so los ist. Weil immer nur hier in diesem Haus zu hängen, ist natürlich jetzt auch nicht so toll, ne? Und, ja, wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Oh, Cassidy, die muss zur Arbeit, richtig? Ja, dann komm aus dem Bett raus. Essen kannst du bestimmt auch auf Arbeit, was Süße. Dann los schnell zur Arbeit. So, wie sieht's bei dir jetzt hier aus? Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten? Ist er konzentriert? Nee, im Prinzip eigentlich gar nicht, ne? Oh, er muss auch zur Arbeit jetzt. Na dann mal huschi-puschi. Dann mach dich mal auf den Weg, mein Guter. Ja, und dann sind wir jetzt hier wieder ganz alleine im Haus. Das ist auch immer so langweilig. Deshalb spule ich das Ganze natürlich wieder. Ich hoffe, das geht jetzt ziemlich flott vorbei. Und dann hatte ich mir überlegt, ob wir uns nicht noch einen zweiten Sims 4 Haushalt...
Fehlendes Modell. Cassidy soll für Aufnahmen in einer Zeitschrift den Körper eines Modells bemalen, das leider nicht auftaucht. Cassidy muss schnell erkennen, dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als sich selbst anzumalen oder das Shooting abzusagen. Ja, dann tragen wir natürlich die Farbe auf. Die Zeitschrift hat noch nie eine Künstlerin abgebildet, die den eigenen Körper als Leinwand verwendet. Das Werk von Cassidy wird gelobt. Ja, sehr schön. So, er ist konzentriert. Etwas erfolgreich hacken. Oh, das müssen wir dann mal probieren. Coole Sache. Aber jetzt spule ich mal wieder hier ein bisschen, damit wir hier auch irgendwann dann fertig werden. Sie muss bis 17 Uhr arbeiten. Das ist verdammt lange, ne? Also, oh, oh. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben nur 196 verdient, aber ist okay. Und sie fühlt sich ganz schön unwohl. Sie ist müde und hat Hunger. Dann gehst du jetzt erstmal was essen, Süße. Mach mal deinen Kühlschrank auf und dann kannst du Fischtacos essen. Nimm dir mal was. Ja, und dann kommt hoffentlich das Baby bald. Das wäre so schön. Ich hätte so gern ein Babychen im Haus. Und ich bin mittlerweile sogar am Überlegen, ob wir die Tür hier nicht rausnehmen sollen. Weil das irgendwie, ich weiß nicht, ob das nicht doch etwas merkwürdig aussieht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Tja, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen Geld zusammensparen für das Kinderzimmer. Ach, wir machen das schon alles irgendwie so. Wir werden mal alles ernten gehen hier. Alles ernten. Und bewässern natürlich auch. Julian ist auch zu Hause. Wuhu! Wie geht's dir, mein Schatz? Okay, bei dir hat eigentlich nur die Hygiene etwas gelitten. Dann geh mal eine Runde duschen. Cassidy kümmert sich jetzt hier ein bisschen um die Pflanzen, damit wir da noch irgendwie ein bisschen Geld reinkriegen. Was hast du noch für Aufgaben? Gar keine weiter. Ach doch, hier, drei emotionale Gemälde fertigstellen. Okay. Konzentriert bei 2 Stunden, ja, bla bla. Elektrogeräte im Wert von 3000 Simoleons besitzen. Hab ich das nicht? Nee, 2025 nur, ist echt wenig, ne? Wenn man mal überlegt, was wir hier alles an Elektrogeräten haben. Wir haben einen Herd, wir haben einen Kühlschrank. Wir haben einen Fernseher. Und oben ist auch noch ein Fernseher. Der PC. So, bist du schon fertig? Nee, noch nicht. Okay. Was haben wir hier? Oh, Rechnung. Okay, die werden wir dann... Oh nein, die müssen wir auch noch bezahlen. Oh Gott, wie soll ich denn bei 880 Simoleons, die ich jetzt ausgeben soll, noch ein Kinderzimmer finanzieren? Und Post bekommen haben wir wohl auch. Okay. Und Cassidy muss dann unbedingt ins Bett. Ist die 40 hier noch? Nö, ist sie nicht. So, was haben wir denn an Post bekommen? Haben wir das jetzt hier irgendwo? Haben wir sowas wie einen Rucksack? Ich weiß es gerade nicht. Hier. Petersilie. Das verkaufen wir mal direkt. Ja. So, damit wir ein bisschen Geld reinkommt. Ist nicht viel, aber immerhin. So, Cassidy müsste ja dann... Oh, warum haben wir denn so viel mit Cassidy hier drin? Was haben wir denn alles gesammelt? Naja, egal. Wir verkaufen das jetzt einfach erstmal alles. Blümchen und 10 Äpfel. Was ist das? Basilikum. Oh, lecker. Ich liebe ja Tomate, Mozzarella, Salat mit Basilikum, ne? Das ist ein Buch. Glockenblume. Wo haben wir das denn alles her? Möhrchen. Okay. Aber soweit, so gut. Sie ist jetzt schlafen gegangen. Okay. Ich wollte mir gerne hier noch so ein Pflanzding eigentlich kaufen. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt doch erstmal auf den Weg in die Stadt. Da würde ich wirklich gern hin. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das war, ne? Mit M? Konnte ich das mit M? Ja, das hat funktioniert. Okay, wo wollen wir denn hin? Wir können ins Fitnessstudio. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Cassidy, die lassen wir zu Hause. Die muss schlafen auf jeden Fall. Und mit Julien werden wir jetzt ein bisschen aufs Laufband oder so steigen, damit da ein bisschen, ja, Gewichtabnahme bekommt. Gott, wie rede ich denn heute? Ja, auf jeden Fall, damit er ein bisschen Gewicht halt verliert und sein Bauch ein bisschen schmaler wird.
damit es nicht alles so ganz merkwürdig und komisch aussieht. So, hier sind wir auf jeden Fall schon mal im Fitnessstudio angelangt. Und ich würde sagen, wir stellen uns direkt hier auf so ein Laufband mit drauf. Ausdauerlauf. Oder trainieren. Nee, Training ist, glaube ich, besser. Scheint ja hier auch gut besucht zu sein, das Ganze. Wow, was ist denn hier alles los? Nun stell dich, ruf da, los. Ey, nein, du sollst da trainieren gehen. Los. Ist mir egal, ob da jemand anderes rauf will. Du gehst da jetzt rauf. Sehr gut. Wow, ist das voll hier. Wen haben wir denn hier alles? Annika Völl? Wer bist du? Don Lotario? Tobias Braun? Elisa Pancakes? Wahnsinn, was hier los ist. Wie heftig. Bella Grusel. Aha. Und nebenbei können wir doch noch mit denen quatschen, oder? Könnt ihr ja mal den Tag verschönern. Mit unserer Familie können wir natürlich auch angeben. Ja, weißt du, ich habe eine Frau und die bekommt jetzt ein Baby und ich freue mich schon so sehr darauf. Es muss ein wunderschönes Kind werden. Aha, aha, okay, okay. Du kannst ja mal ein bisschen kennenlernen. Oh, wow, er steigert sein Limit hier. Und das geht wieder runter. Können wir da auch? Nö, können wir nicht. Levelaufstieg. Julian hat Level 2 der Fähigkeit Charisma erreicht. Aha. Was können wir noch machen? Lustig. Einen Polizistenwitz machen? Geht das hier mit rein? Oder kann er das nur machen, wenn er von dem Band runter ist? Nee. Wusstest du? Kommen zwei Polizisten aufeinander zu, sagt der eine. Hö, sagt der andere. Hö. Hahaha, ja, voll witzig. Hahaha. Ha. Okay. Aha, aha, okay, okay. Ist sie jetzt eigentlich eine Erwachsene oder ist sie ein Teenager? Ich vermute mal, sie ist erwachsen, weil wir auch mit ihr flirten können, ne? Also würde ich jetzt mal annehmen. Er ist sehr glücklich. Jemanden anrufen möchte er, Spielzeug kaufen und einen höheren Level der Gartenfähigkeiten erreichen. Okay. Langweiliges Gespräch. Oh, na dann, mach doch mal einen Klopf-Klopf-Witz. Damit das Gespräch nicht mehr allzu langweilig hier wird. Eine tiefgründige Unterhaltung. Wie schmutzig die alle wären, als würde man sich im Dreck wälzen, ja? Nur weil man sich hier so ein bisschen anstrengt. Nach Cassidy können wir ja leider nicht gucken. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht nach Hause zwitschen können. Oh, wow, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Aber hey, er springt gleich wieder drauf und macht weiter. Gar kein Problem für ihn. Wir können uns ihm ja auch mal hier freundlich vorstellen. Das war hier so ein bisschen Connections kriegen. Ein paar Leute so kennenlernen. Über Interessen reden? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn man jemanden kennenlernen will. Annika ist verspielt. Aha. Und er? Tobias ist kokett? Oh, wow. Aber doch nicht mit mir, oder? Das geht mir dann doch ein bisschen zu weit, wenn ich ehrlich sein soll. Brillante Ideen mitteilen können wir natürlich auch mal machen. Auf jeden Fall. Ich finde es cool, dass die sich jetzt hier so richtig schön miteinander unterhalten können. Das macht richtig Spaß, da auch zuzugucken. Aber hey, wir können auch Fernsehen schauen, wa? Das wollen wir uns schauen. Sportkanal, das passt doch. Ey, was denn nun? Hier weiter trainieren. An die Grenzen gehen, los. Und der Sportkanal passt da ja. Auch wenn es jetzt Fußball ist, aber ist ja egal. Was gibt es denn noch so für Kanäle? Comedy-Kanal, Kinderkanal, Kochkanal. Vielleicht lernen wir dabei noch was. Aha, aha. Oh, der Julian ist übrigens schon richtig erwachsen, ne? Das ist kein junger Erwachsener mehr, sondern
Ist halt schon ein etwas älterer Erwachsener. Bist du jetzt bis an deine Grenzen gegangen? Nee, bist du nicht. Also los, ach so, du musst aufs Klo, dann sag das doch, Mensch. Da ist eine Toilette, dann geh schnell. Und dann können wir ja immer noch weitermachen. Ich finde es übrigens auch sehr schön, dass es hier die Duschen gibt und alles. Finde ich ja mal echt nicht schlecht. Gibt es ja irgendwo was zum Snacken? Hier kann man sich hier irgendwie... Nö. Vermutlich kann man sich hier nur hinsetzen. Ey! Kann jetzt nicht noch unter der Dusche bleiben können? So, Duschen brauchen wir gar nicht. Also die Hygiene geht hier ziemlich langsam runter. Aber wir werden langsam müde und hungrig. Julian Schmitz ist zu müde, um jetzt zu trainieren. Okay, das ist schade. Ah, zu snacken gibt es hier echt nichts, ne? Nee. Nee. Und was ist das hier drüben? Hm. Was haben wir hier? Einziehen lassen? Nee. So was wollen wir gar nicht. Oh, Glühwürmchen. Leider können wir die ja gar nicht fangen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Angeln gehen könnten wir auch mal. Das ist natürlich auch eine Option, was man auf jeden Fall mal machen sollte. Graben gehen können wir jetzt leider nicht, weil er zu müde ist. Aber wir gehen mal eine Runde angeln. Und dann können wir immer noch irgendwann mal nach Hause, wobei er ja auch am nächsten Tag eigentlich wieder ins Bett muss, ne? Okay, pass auf, wir fahren jetzt nach Hause, Julian. Ich weiß nicht, ob ich dafür hier wieder irgendwas drücken muss. Ab nach Hause mit dir. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Baby jetzt bald kommt. Ich würde sagen, wir fangen dann auf jeden Fall langsam an, das Zimmer einzurichten. Was dann, denke ich mal, ja, auf jeden Fall im nächsten Part jetzt passieren wird. Also für euch auf jeden Fall heute noch. Da ich euch ja versprochen habe, dass heute auf jeden Fall zwei Parts kommen werden. Fischtacos, ja komm, nimm. Wieso ist er denn jetzt beschämt? Achso, weil er auf Klo erwischt worden ist sozusagen. So, Cassidy geht es mittlerweile wieder richtig gut. Wir haben 1747 Simoleons und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in den Baumodus. Und bevor wir aber anfangen, dieses Zimmerchen hier einzurichten und das schön zu machen, verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal von euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und ich freue mich natürlich, wenn ihr in den nächsten Part wieder reinschaltet, in der dann hoffentlich endlich unser Babyschatz kommt. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao.